Am heutigen Abend um 17:45 kam es auf der A28 von Leer in Fahrtrichtung Oldenburg in Höhe der Anschlussstelle Apen-Remels zu einem Verkehrsunfall auf Schnee- und hagelglatter Fahrbahn. Nach unseren Erkenntnissen waren 8 Fahrzeuge beteiligt und ein Sattelzug. Hierbei kam es auch zu 2 verletzten Personen. 2 Fahrzeugführer im Alter von 24 und 41 Jahren wurden bei diesem Unfall leicht verletzt und mit RTW ins Krankenhaus gefahren. Also hier sind 12 Fahrzeuge verunglückt aufgrund Straßenglätte und jetzt sind wir dabei, die Fahrbahn aufzuräumen. Der Verkehr fließt jetzt erstmal einspurig ab und dann wird der Verkehr eigentlich relativ zügig wieder freigegeben. Die Schwierigkeiten sind jetzt, dass wir uns durch den Verkehr durcharbeiten müssen aufgrund Staubildung und dann hier abräumen müssen den Verkehr. Wir appellieren insbesondere jetzt in der kalten Jahreszeit an die Autofahrer, sehr vorsichtig und umsichtig zu fahren. Selbstverständlich kann es jederzeit zu Hagelschauern und plötzlichem Schneefall kommen. Hier ist natürlich angesagt, die Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anzupassen, rechtzeitig vom Gas zu gehen, plötzliche Lenkbewegung und auch Bremsmanöver zu vermeiden, damit das Fahrzeug nicht ins Schleudern gerät.